Hallo, ich bin Maura und ich möchte euch heute zeigen, was man mit Kindern im Wald machen kann. Normale Waldspaziergänge sind für Kinder manchmal ein bisschen langweilig und man kann viele Sachen draußen im Wald entdecken, man kann was bauen, man kann was untersuchen und da habe ich heute ein paar Inspirationen für euch. Eine ganz einfache Möglichkeit, draußen im Wald mal was auszuprobieren, ist, indem man Rindenbilder malt. Und da braucht ihr einfach nur ein Blatt Papier für und am besten so einen Wachsmalstift. Und damit kann man sehr schön verschiedene Baumarten miteinander vergleichen, ohne direkt einfach nur zum Baum hinzugehen und zu sagen, das ist jetzt eben eine Eiche und das ist eine Buche, sondern sich das für zu Hause vielleicht auch abzuheften und eine Erinnerung zu haben oder sich so ein kleines Album mit Baumrinden anzulegen. Und das Prinzip ist ganz einfach. Ihr legt quasi das Blatt Papier einfach flächig auf die Rinde auf. Und am besten ist es, wenn ihr den Wachsmalstift so von seiner Hülle befreit und dann flächig auf das Papier auflegt. Und dann könnt ihr hier die Rinde einmal komplett schraffieren. Ruhig mehrmals mit dem Stift drüber gehen. So, hier könnt ihr jetzt sehen, wir haben die ganz grobe, rissige Struktur von der Rinde einmal auf dem Blatt Papier drauf. Das kann man dann natürlich noch beschriften, wenn man möchte, um das später nachvollziehen zu können. Und das ist natürlich von Baumart zu Baumart sehr unterschiedlich. Direkt daneben haben wir jetzt eine kleine Buche stehen. Und da machen wir das Ganze einfach nochmal, damit ihr den Unterschied seht. Hier sieht man jetzt, dass die Struktur von der Buche sehr viel feiner ist. Wir haben hier diese kleinen Körnchen, die sichtbar werden. Ansonsten ist die Rinde wirklich glatt und wir haben hier jetzt nicht diese groben Risse von der Eiche. Und das kommt jetzt hier in dem Rindenbild auch sehr schön raus. Die zwei Baumarten, Eiche und Buche, kann ich jetzt hier im Bild direkt miteinander vergleichen. Und da kann man schön sehen, wie die Unterschiede in der Rinde sichtbar werden. Und das macht für Kinder einfach sehr viel Spaß, weil die gerne was malen und auch gerne was mit nach Hause nehmen. Ja, meistens sehen wir Tiere im Wald eher nicht, wenn wir jetzt mit Kindern oder mit der Familie unterwegs sind. Da muss man schon sehr viel Glück haben, wenn man einem Reh oder vielleicht sogar einem Wildschwein begegnen möchte. Aber was man immer und zu jeder Jahreszeit und rund um die Uhr finden kann, sind die Tiere, die es im Waldboden gibt. Und da lohnt es sich, wenn man sich eine Becherlupe in den Rucksack steckt. Das ist ein ganz einfacher Becher und oben ist so eine klappbare Lupe drauf, die findet man auch überall zu kaufen. Das ist jetzt nicht schwer, da dran zu kommen. Und wenn man die dabei hat, dann kann man natürlich Tiere sich genauer anschauen. Also wenn man was findet, dass man das in diese Becherlupe reinpackt und dann genauer untersuchen kann, wie dieses Tier aussieht, wie es sich bewegt und was für Besonderheiten es hat. Am besten schaut man, wenn man auf die Suche geht nach Waldtieren, die im Boden unterwegs sind, in der Laubstreu, also dass man die ganz vorsichtig mal beiseite zieht und guckt, was krabbelt, huscht oder kriecht unter den Blättern. Manchmal lohnt es sich sogar ein klein bisschen zu graben. Man sollte aber vorsichtig sein, weil die Waldtiere natürlich zum Teil sehr empfindlich sind. Also wenn ihr Hundertfüßler findet oder Asseln, Regenwürmer, kleine Schnecken, die müssen vorsichtig angefasst werden. Kann man aber ruhig in so eine Lupe mal reinsetzen, sollte man hinterher natürlich wieder freilassen. Manchmal hat man auch Glück und man findet ein Tier direkt an der Oberfläche, also man muss nicht tief graben, wie zum Beispiel hier dieser Waldmistkäfer, der gerade hier auf dieser Wurzel von der Buche unterwegs ist. Und wenn man so ein Tier sieht, ist das natürlich super. Der Waldmistkäfer ist eher ein größerer Geselle auf dem Waldboden, denn der ernährt sich gerne vom Mist oder vom Kot der Tiere, füttert da seine Larven mit und den findet man ganz häufig auch auf den Waldwegen. Was mit Kindern immer super viel Spaß macht, ist irgendwas zu bauen.
Und im Wald liegt es nahe, eine Laubhütte zu bauen. Das kommt so ein bisschen aus der Survival-Wildnispädagogik-Ecke. Und zwar baut ihr euch quasi einen Unterschlupf, den ihr sogar nutzen könntet, wenn ihr mal eine Nacht im Wald verbringen müsstet. Das heißt, wenn ihr sowas gebaut habt, dann könnt ihr das auch mal ausprobieren. Also wer sich traut, wirklich mal so eine Nacht in einer Laubhütte zu schlafen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Ihr braucht für eine Laubhütte als allererstes einen großen Ast. Der sollte ein bisschen dicker und ein bisschen stabiler sein und ungefähr eure Körperlänge entsprechen. Also hier, der ist jetzt relativ groß, ne? Also da würde jetzt ein langer Mann reinpassen. Ich zeige das jetzt einfach mal zum Demonstrieren. Ihr braucht so einen größeren Ast und sucht euch dann eine Astgabel oder eine Stelle an irgendeinem Baum oder an einem Baumstumpf, wo ihr die gut einlegen könnt. Wie zum Beispiel jetzt hier an dieser Stelle. Genau, dass das Ganze einfach ein bisschen Halt hat. Da ist dann später auch euer Eingang. Das heißt, ihr solltet gucken, dass ihr irgendwo an der Seite noch reinkommt, je nachdem, wie man die legt. Und die sollte natürlich relativ stabil liegen, so, ne? Also dass das Ganze nicht sofort wieder einkrachen kann. Wenn ihr in der Hütte wirklich mal schlafen wollt, dann empfehle ich euch, dass ihr einmal, bevor ihr anfangt, richtig mit dem Bauen, ausprobiert, ob ihr da überhaupt der Länge nach reinpasst. Am besten legt ihr euch dafür einfach neben den Ast, den ihr in die Astgabel eingehangen habt, und schaut mal, ob das von der Körperlänge her passt. Und das kann ich jetzt einmal hier an der Stelle ausprobieren. Ich lege mich quasi einmal daneben. Und hier sieht man jetzt, das entspricht ungefähr meiner Körperlänge. Hier bei den Füßen wäre ein bisschen wenig Luft. Für ein Kind wäre das hier an der Stelle jetzt aber auf jeden Fall genug Platz. Als nächstes braucht ihr viele Äste, viele Stöcke. Die sollten jetzt auch wieder ein bisschen stabil sein. Die sollten im ersten Schritt auch ein bisschen dicker sein. Und die nehmt ihr dann und legt die quasi von außen an eure Astgabel dran. Und das macht ihr quasi über die ganze Länge von diesem Querast, bis ihr hier so eine Struktur habt, auf die ihr später dann das Laub draufschichten könnt. Ja, ihr legt quasi an diesem Querast erstmal das ganze Gerüst aus Ästen, also bis hier wirklich alles dicht mit Ästen geschlossen ist. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr dünnere Zweige drauflegen, dass das wirklich schön dicht ist und stabil genug, um dann später das Laub zu tragen. Und das ist dann quasi die letzte Schicht. Ihr legt ganz viel Laub oben auf die Äste drauf, damit das Ganze schön kuschelig ist und ihr da im Fall der Fälle schön geschützt die Nacht verbringen könnt. Wie so eine fertige Laubhütte aussieht, das könnt ihr hier im Bild sehen. Und ja, probiert es mal aus. Viel Spaß dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen. Viel Freude im Wald und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.